Servus Leute, mein Name ist Paolo von Audit 46. Heute ein Sneaker Review und zwar über die Kangaroos KU1 oder Q1, wie ihr möchtet. Ich habe den Schuh in der Hand, erzähle euch ein bisschen was darüber und am Ende seht ihr noch die Amphit-Aufnahmen und ich würde sagen, wir starten direkt rein. So, das ganze Ding ist ein Wanderschuh, was, denke ich, an dieser stark profilierten Sohle direkt auffällt. Ihr habt echt ziemlich große Noppen, das sorgt einfach dafür, dass ihr zum Beispiel, wenn ihr wandern geht, wofür der Schuh ja gedacht ist, bei unebenem nassen Untergrund starken Grip habt. Ich finde aber, der Schuh sieht an sich auch so ziemlich cool aus. Man denkt jetzt nicht unbedingt, dass das ein Wanderschuh ist. Könnte man auch als Alltagssneaker benutzen, meiner Meinung nach. Ja. Was mir direkt noch auffällt, wenn ich ihn in der Hand habe, ist, dass der Schuh ziemlich leicht ist. Was bei Wanderschuhen auf jeden Fall nicht so üblich ist. Da habt ihr, meine ich, meistens richtig massive, feste Lederschuhe oder sowas, die dann auch ein bisschen was wiegen. Das ist bei diesem Schuh hier nicht der Fall. Finde ich ein nettes Feature und ja. Was gibt es noch zu sagen? Der Schuh hier oben hat noch so ein Mesh. So ein Mesh-Material, was aus Textil und Synthetik besteht. Das sorgt einfach nochmal, das Ganze ist verarbeitet mit so einem, wie nennt man das, Roostex-Membran. Ist von Kangaroo selber. Das sorgt einfach nochmal dafür, dass der Schuh wasserweich oder wasserdicht ist. Auch ziemlich nützlich, wenn man wandern geht, da die Schuhe sicherlich immer nass werden. Ja, was gibt es sonst noch zu sagen? An sich hat er hier noch einen gepolsterten Einstieg, also einen gepolsterten Schafteinstieg hier vorne, auch gepolstert hier hinten. Das Ganze auch nochmal gestützt, sodass ihr den Schuh einen festen Halt habt und damit gut wandern könnt. An sich, sonst was gibt es noch so zum Aussehen zu sagen? Ja, hier ist halt dieses Mesh drüber gestrickt und darunter sind so ein paar Verzierungen. Einmal hier dieses Kangaroos, Zeichen des Kangaroos, Kangaroo, genauso wie hier. Hier oben auch nochmal Kangaroos in Neon Gelb. An sich habt ihr hier noch so, wie kann das, einfach so ein Neon Gelbes Innenleben. Ich werde den Schuh noch ein bisschen auf und sticht heraus, aber es ist nicht zu auffällig im Gelb. Was ja auch das Problem bei der Farbe Gelb ist, aber der Schuh, finde ich, wirkt auf mich ziemlich stimmig. Und ja, sonst gibt es dazu nicht mehr so viel zu sagen. Ich würde sagen, wir ziehen ihn einfach an und dann gucken wir uns den Fuß an. Thank you.